In schönen Momenten kommt es beim Fotografieren ja meistens auf die schnelle Reaktion an. Wie man beim iPhone die Kamera schnell öffnet und dann noch problemlos den Auslöser drückt, zeige ich euch jetzt. Um schöne Momente schnell mit dem iPhone festhalten zu können, gibt es hier im Sperrbildschirm die Option, diese kleine Kamera einfach nach oben zu ziehen und schon befindet man sich im Kameramodus. Außerdem muss man sich nicht mehr auf den Touchscreen-Auslöser verlassen, sondern man kann ganz einfach über die Laut- oder Leise-Taste ein Foto auslösen. So fühlt man sich noch mehr, als hätte man eine richtige Kamera in der Hand. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Erleichterung. Jetzt fehlt also nur noch das richtige Motiv vor der Kamera.